Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich begrüße euch zu einem neuen Vlog von mir. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ja, ich bin schon wieder unterwegs. Montags früh ist alles sehr neblig. Es sieht wirklich aus wie in einem Horrorfilm. Genau. Ja. Wie ihr ja wisst, habe ich das Grab von meinem Vater angepflanzt. Jedoch habe ich kein Allerheiligen-Gesteck gefunden. Jetzt gehe ich nochmals schauen, ob ich eins finde. Und dann werde ich es aufs Grab legen. Inshallah. Da eben morgen ist der Allerheiligen. Ja. Ich als Muslima bin verantwortlich für das christliche Grab. Ich denke, ich muss das halt respektieren. Ja, da mein Vater halt kein Muslim war und ich kann ja nicht, ich kann das Grab jetzt nicht so behandeln wie wenn es ein Muslim gewesen wäre. Da mein Vater ja nur zwei Töchter hatte und die eine Tochter halt wenig bis gar kein Interesse hat, irgendetwas in diese Richtung zu tun und sich auch nicht verantwortlich fühlt, weder noch für ein Grab noch für sonst irgendetwas. Ja, nehme ich halt diese Verantwortung auf mich, auch wenn es nicht immer alles islamkonform ist. Man kann nicht viel daran ändern, wir leben in einem christlich geprägten Land und darum, was soll ich tun? Also, ja. Das Einfachste wäre, wenn das ja auch, meine Schwester hätte ja da weniger Probleme, dass sie auch nicht Muslima ist. Und, aber das ist genau das Gleiche wie an Weihnachten oder all diesen Feiertagen. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als halt mit meiner Mutter, die nicht Muslima ist, den Weihnachtsabend zu verbringen, ob ich möchte oder nicht. Ich denke, irgendeinmal kommt, wird der Zeitpunkt kommen, da meine Schwester das alles bereut, wenn sie keine Mutter mehr hat. Aber dann ist es zu spät. Rahmuna, aufstehen. Ja, hallo zusammen. Ja, heute möchte ich mal zeigen, wo ich sozusagen ein bisschen versuche, fitter zu werden. Das ist mein Schätzchen, mein Laufband. Genau. Ja, es hat hier noch andere Trainingsgeräte. Aber die sind mehr für meinen Mann gedacht. So mit Krafttraining. Musste ich die Maske ins Kopftuch rein. Ja. Das ist illegal. Ja. Niqab verboten, aber Maskenpflicht. Subhanallah. Ja, dann bis später. Ja, hallo zusammen. Es ist schon wieder Freitag.
Ich bin viel zu spät dran. Ja, Rob. Ich musste warten, bis das Geld von der AHV, also die Altersrente meiner Mutter, auf der Bank war, um mir die Rechnungen online zu bezahlen. Und danach, ihr das Geld dann bringen. Ja, und jetzt bin ich eben ein bisschen verzögert rausgekommen. Genau. Ja, ich muss noch Besorgungen machen fürs Wochenende, für uns und natürlich auch für meine Mutter. Gestern habe ich gehört, dass die Klimaaktivisten, die sind ja sehr aktiv im Moment und jetzt gefährden sie sogar noch Leben mit ihren Klebeaktionen auf der Straße. Also das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wie kann man sich an die Straße kleben? Vor allem bei Autobahnausfahrten, Einfahrten. Und dann kann nicht mal mehr eine Ambulanz durch bei einem Unfall. Also ich finde so etwas völlig daneben und kontraproduktiv, was diese Klimaaktivisten durchziehen. Menschen müssen sterben, weil sie an der Straße angeklebt sind. Polizisten müssen sie loskleben. Ich würde diese Aktivisten jetzt an Stellen an den Stellen, da man eine Umfahrung machen kann, würde ich diese Aktivisten einfach kleben lassen. Ich denke, das wäre nützlicher, denn so eine Nacht auf der kalten Straße, vielleicht hätte dann ihr Hirn wieder ein bisschen wieder genug Sauerstoff. Das wäre sicher nicht schlecht, dass man diese Leute einfach kleben lässt und eine Umfahrung macht. Also, wenn ich die Regierung wäre, ich würde diese Menschen kleben lassen, soweit es eben geht. Aber eben, ich habe ja nichts zu sagen. Alhamdulillah. Bin ich auch nicht verantwortlich. Aber ich finde es eine Schweinerei, solche Aktionen. Das schürt wirklich nur Hass. Und es gibt Stau, dann Abgase gehen in die Luft, weil die Autos ja nicht weiterfahren können. Also das ist wirklich kontraproduktiv. Aber was soll's? Sie denken wohl, nur mit solchen krassen Aktionen werden sie gehört. Ja. Und ich denke, hier in Europa ist es sowieso ein Witz. Sie sollen mal in diese Länder, wo man wirklich mit Maske raus muss. Also, was nützt das, wenn wir zum Beispiel, die kleine Schweiz oder auch Deutschland, alles versuchen, um das Klima zu verbessern, und Amerika, China und so weiter pfeift auf alles? Also das, ja. Oder eben der kleine Mann und die kleine Frau muss dann auf Elektroauto umsteigen und so weiter. Jedoch die großen Firmen, die das ganze Gift in die Atmosphäre lassen, das macht dann nichts. Also das, keine Ahnung. Aber eben, es ist die heutige Gesellschaft. Ja, jetzt bin ich gerade am Videoschneiden. Genau, wie ihr seht, das braucht ja auch immer ziemlich viel Zeit. Genau, ja. Hier seht ihr meine Shahada-Flagge. Die könnt ihr bestellen bei Aliyeh-Shop. Aliyeh.de. Sehr schöne Flaggen.
Hier habe ich auch noch kleine. Die sehen so aus. Die sehen so aus. Ja, finde ich wirklich schön. So, dann schneide ich mal zu Ende und lade dann mein Video hoch, inshallah. Bis später. Ja, hallo zusammen, hier bin ich wieder. Gestern hatten wir noch Laternenumzug. Ich habe gefilmt, doch leider, ja, sieht man nicht viel. Ja, ansonsten schneide ich nur die Fotos rein. Genau. Ja, es ging circa fast 1,5 Stunden, liefen die Kinder an einem Umzug mit ihren selbstgebastelten Laternen. Ich wollte noch eine Anmerkung machen zu dem vorherigen Video, das mit dem christlichen Plakat und dem gottlosen System. Ich weiß, es wurde ein bisschen lang. Ich mache immer zu lange Videos. Jedes Mal nehme ich mir vor, kürzere Videos zu machen. Aber ich habe es noch nicht so ganz raus. Genau. Es ist auch schwierig, wenn ich in meiner Muttersprache vielleicht sprechen könnte, ginge das alles viel schneller. Jedoch, ja, ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste und muss das alles dann auf Hochdeutsch zuerst mal in meinem Kopf und dann auch noch aussprechen. Also, ja, ist nicht immer ganz einfach. Und darum wollte ich nur sagen, zu dem letzten Video, also, wer nur, ich kann verstehen, wenn ihr nur die ersten 5 Minuten schaut, ist ja meistens so, jedoch, ja, eben der zweite Teil vom Video ist ziemlich wichtig und darum steht auch in der Infobox ein Link, den ihr euch unbedingt anschauen möget. Ja, genau. Es geht wirklich um unsere Kinder und ja, ich finde, das ist das Wichtigste überhaupt auf dieser Welt, unsere Kinder, die wir einfach schützen müssen. Genau. Ja, das wollte ich noch gesagt haben. Bis später. So, ich bin jetzt hier in Gurk. Ich gehe noch einkaufen. Völlig aus Weihnachtsstimmung. Ich brauche Tomaten. Ich habe mich im Moment auf Diät gesetzt. Ja. Rispentomaten. Meine Mutter braucht Vollmilch. Ich glaube, ich nehme noch ein paar Eier. Eier. Und 1 Liter Vollmilch für meine Mutter. Rachmona hat sie bestellt bei mir, Joghurtdrink mit Papier. Was sagt ihr eigentlich zu den Papierstrohhalmen? Meine Kinder sind nicht begeistert. Darum gibt es zum Glück das jetzt
solche Schokodrinks mit dieser Öffnung. Hier braucht man keinen Strohhalm. Ja. Weihnachtsstimmung. Schaut euch mal diese lustigen Ausstecher an. Sind die nicht süß? Ich konnte nicht widerstehen. Hier noch ein Lama. Ja, wenn es fokussiert. Genau. Also das sieht so aus. So süß. Ich musste 3 haben. Und zwar noch ein Pinguin. Ja, das heißt, nächste Woche gibt es Kekse bei uns. Machen tue ich sie, aber essen nicht. Nein, Rachmuna hat dann Freude, Kekse zu machen. Genau. Ja, hier habe ich noch Minions Aktimel. Da wird alles ein bisschen kränkelt, ein Familienpack. Die haben Bananen-Erdbeer-Geschmack. Die mögen meine Kinder am liebsten. Genau. Ja, und sonst habe ich, das gehört zu meiner Diät, dieser mische ich immer mit Tomaten. Es ist sehr, sehr lecker. Ja, somit beende ich jetzt meinen Vlog und wünsche euch ganz ein schönes Wochenende, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und tschüss zusammen. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli